Seht ihr das? Der Eye-Tracker ist da. Ja. Okay. Eigentlich ist das nicht. Ich nutze nämlich gerade den Eye-Tracker, den mir Revi freundlicherweise ausgeliehen hat, denn meiner ist aufgrund von Corona noch immer nicht geliefert worden. Danke für nichts. Auf jeden Fall hat mir Revi jetzt seinen Eye-Tracker hier ausgeliehen und ihr nervt mich ja wirklich schon seit Monaten damit. Ey, Luca, reagier doch mal auf Too Hot to Handle mit dem Eye-Tracker. Von daher darf ich euch heute herzlich willkommen heißen zu einer neuen Reaktion mit Eye-Tracker auf Too Hot to Handle. $20,000. Ah ja, da waren wir beim Letzten. Hat niemand gesehen, wo ich da hingeguckt habe? An der Stelle waren wir ja in meiner letzten Reaction auf Too Hot to Handle stehen geblieben. Und zwar hatten ja Francesca und Harry und das hat die Truppe $20,000 gekostet. Da schauen wir jetzt mal weiter. Atme, Kerls, atme. Das ist heftig. Scheiße, Alter. Ich, auf was gucke ich alles? Ganz schwierig. Bei Kels guckt immer auf seine komischen Dehnungsstreifen da. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für all die Orte, wo ich hingucken werde. I'm sorry, guys. Tut mir leid. Ja, soll das auch. Wo gucke ich denn die ganze Zeit hin? Das ist mir ohne Eye-Tracker nie so richtig aufgefallen. $56,000 habt ihr noch. Das reicht nicht mal für eure Rückflüge. Das, was letzte Nacht abging, ist das... Ey, das ist doch nicht wahr! Warum guck ich da denn die ganze Zeit hin? Bin halt ein Mann. Ey, so eine... Mann, ey, schon wieder! Francesca ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Und Lana hat uns Rabatt gegeben. Rabatt? Ist das dein Ernst? Was für Rabatt? Oh, Kels ist richtig sauer. Kels ist richtig sauer. Ey, es ist so irre zu sehen, wo ich immer so hingucke. Soll die nächste Folge auch mit dem Eye-Tracker stattfinden, dann lasst ein Like da. Und bei 40.000 Likes, dann behalte ich den Eye-Tracker noch ein bisschen von Revi und ich hoffe, dass er das nicht merkt. Er ist sauer. Ja, natürlich ist er sauer. Was, soll er happy sein Kann oder was? Kann bitte jemand das Thema wechseln? Ja, bitte. Was ist mit ihm eigentlich? Mit Jesus? Ich hab irgendwie im Urin, dass der die Sendung verlassen wird. Ich muss euch was sagen. Okay. Jetzt kommt's. Es kommt die Zeit, da muss ein Lehrer sich zurücknehmen. Um anderen etwas beibringen zu können. Was? Ja, meine Reaktion. Meine Zeit hier war großartig. Der verlässt wirklich die Show! Aber ich muss gehen. Was? Alter. Nein. Nein. Es ist okay, besser so. Ich bin nicht traurig. Mhm. Merkt man. Gar nicht traurig, so extrem traurige Musik. Ich bin nicht traurig. Es ist Zeit. Gut so. Als wäre der so jetzt bei Herr der Ringe oder so. Ich habe viel gelernt. Du hast nichts gelernt. Er hat, also ja, klar, er hat was gelernt so, aber Matthew hatte ja mit keiner Person irgendwie was. Nicht mal eine Annäherung gab es ja da. Also, dann kannst du ja auch nichts lernen. Wisst ihr, wie ich meine? Ein Krieger, der niemals richtig in den Kampf gezogen ist, weiß ja auch nicht, wie man dann kämpft. Ich habe hier großartige Menschen kennengelernt und gute Freunde gefunden. Was? Ich versuche die ganze Zeit nicht auf die zu gucken, aber es geht nicht! Aber um mich in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln, brauche ich eine emotionale Verbindung. Die gibt es hier nicht für mich. Das haben wir auch gemerkt. Oh, sie, ja, sie hätte es ja sein können, aber sie nicht. Das habe ich erst gedacht. Dass sie es wird. Aber ich habe ihren Namen auch schon wieder vergessen. Also das ist genauso wie mit Matthew. Es gibt so ein paar Kandidaten in dieser Show, wo man sich wirklich einfach nur so denkt, hä? Wer wart ihr nochmal? Statt Matthew kann ja ich dann jetzt einziehen. Francesca, ich komme. Matthew ist wie ein großer Bruder für uns. Ich bin so traurig, dass er geht. Mhm. Als wenn die jetzt so emotional da alle sind. Also mal ganz kurz. Die Show nimmt ja eh irgendwann Ende. Und wir sind hier irgendwie schon über... Wir sind in Folge 6 am Ende. Danach gibt es nur noch 2 Folgen. Also irgendwann wäre die Show ja eh zu Ende gegangen. Die tun jetzt so, oh, Matthew reist 3 Tage früher ab. Boah, fuck! Bro, so emotional ist es jetzt auch nicht. Es war großartig. Hey, komm, klar. Bryce denkt sich auch so. Bald bin ich wieder auf meinem Boot. Alter! Matthew ist ein toller Mensch. Das Beste an der ganzen Sache wart ihr. Was?
geht ab mit den Leuten da. Völlig übertrieben, die ganzen... Sprachen lernen, Bubble. Ich bin echt traurig. Vielleicht hat ja der Verlust von $20,000 das fast zum Überlaufen gebracht. Kels ist so ein bisschen so der Papa vom Ganzen. Ja, 20.000 Euro. Oh mein Gott, ist das eine Spinne? Jesus verlässt seine Jünger. Jesus left. Jesus verlässt seine Jünger. Er ist leider ein klasse Typ. Also man hat halt gar nichts davon mitbekommen und ich glaube auch, dass die Show bei den Leuten nicht so gut angekommen wäre, wenn jetzt irgendwie Matthew da jetzt irgendwie Hauptrolle gespielt hätte, weil er ist einfach nicht so... entertaining, wie jetzt Harry und Francesca beispielsweise, versteht ihr? Ich habe einen Zweck erfüllt. Sofern ich nicht im Schlaf Leute knutsche, war ich's nicht. Okay. Und ich verlasse diesen Ort unter den bestmöglichen Voraussetzungen. Aha. Unter den bestmöglichen Voraussetzungen. Er hat auch noch einen Schmetterling hier auf der Schulter. Macht euch bereit für den neuen und verbesserten Matthew. Ich erzähle euch von Lana und wir werden weder knutschen noch haben, bis wir eine tiefe persönliche Verbindung aufgebaut haben. Okay. Keiner von denen kann mir sagen, dass er sein Leben nach dieser Show jetzt irgendwie anders geändert hat oder umstrukturiert hat, was das Verhalten angeht. Es wird wunderbar. It's gonna be great. Hört doch auf! Mit eurem ganzen... Jesus-Krams da immer. Jesus hat das Resort verlassen. Mhm. Ich wette, er verschwindet für ein paar Tage und taucht am Sonntag wieder auf. Mhm. Typisch Jesus. Ja. Ey, diese ganzen Parallelen, die da schon gezogen wurden mit Jesus. Unfassbar. Und ich sehe hier wieder die Wellen und will in Urlaub, aber sitze hier in Köln und es regnet draußen. Fran und Harry freuen sich, dass sie für ihre $20,000-Nacht nicht gelünscht wurden. Mhm. Und bei David und Lydia schaukelt sich die Spannung hoch. David und Lydia. Lydia. So ein richtiger Name von so einem Pokémon-Champ irgendwie in einer Arena, finde ich. Hier kommt Lydia mit ihren Stein-Pokémon. Halt dein Maul. Schon bei Scheiße, du gehst ja... Immer, wenn's dir nicht gefällt, bleibt's halt... Aha. So, so. Vielleicht ist es doch nicht eine Lydia mit Stein-Pokémon. Chloe und Nicole reden über ihr Lieblingsthema, die Umwelt. Ich meine... Was war die schlimmste... Das sind so Leute, da denke ich mir einfach nur so, ich hoffe, ihr werdet nie in die Politik einschlagen. In die Politik einschlagen? Ich meine, ich hoffe nur, dass die nie irgendwie was... Genau. Weißt du, wenn ich Corey ansehe, dann habe ich Schmetterlinge im Bauch. Oh! Okay. Er steht total auf dich. Ja, das merkt man auch gar nicht. Ne? Ja, ich bin echt gespannt, ob da was laufen wird zwischen Corey und der Lampe. Ich bin so heiß auf Corey, dass ich die Regeln am liebsten zertrümmern und zu Feinstaub zermahlen würde. Alles klar. Einfach mal die Regeln hochwerfen und in der Luft zerpflücken oder was. Irgendwie nehmen die Regeln alle nicht mehr so richtig ernst. Richtig so, Corey. Halte Abstand. Ist auch besser so. Pass auf. Aha. Matt ist ja jetzt weg und ich habe das Bett für mich. Corey, du bist erst seit einem Tag da. Das geht vielleicht ein bisschen zu schnell? Wenn du anständig bleibst. Klar. Mhm. Bin ich dabei. Okay. Sonst noch Wünsche? Ich bin gespannt. Die Jagd ist eröffnet. Die Jagd ist eröffnet. Ist interessant, was die da alle so für einen Style haben. Komm her. Komm her. Nein. Nein! Als wenn die jetzt auch noch was haben. Was ist denn jetzt Sache? Sorry, Lana. Wie sorry? Mein Fenster ist auf. Sorry, Nachbarn. Passiert nicht nochmal. Ja. Das war's mit der Folge. Das hier ist schon die neue Folge. Staffel 1, Folge 7. Solidarität unter Frauen. Nach einem weiteren kostspieligen Kuss verändert sich die Gruppendynamik. Rhonda erzählt Sharon mehr von sich. Die Frauen lernen, ihre Weiblichkeit zu verehren. Okay.
Anscheinend erwartet uns in der nächsten Episode noch ein neuer Workshop und noch ein kostspieliger Kuss. Also, wenn ihr auch Bock darauf habt, dass ich diese Folge dann hier auf meinem Kanal behandle und darauf reagiere, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Und jetzt befinden wir uns auch im Outro, meine lieben Freunde. Ihr findet hier oben ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und verpasst keine Videos mehr. Wenn ihr Bock auf dieses T-Shirt hier habt, das launcht am 20.07. um 15 Uhr im luca-shop.de. Das ist dort oben drüber zu erreichen, über den anderen. Und hier ist auch ein Video noch. Schaut es euch an. Tschüssikowski!